Essen? Nö. Wo bekomme ich so, wie baue ich jetzt dieses Buch? Kann mir das jemand erklären? Sie brauchen 4 Eisen und einen Kompass. Stopp, nein. Für den Kompass brauchen Sie 4 Eisen und einen roten Stein, dieses Redstone. Okay. Und dann brauchen Sie, wenn mich nicht alles täuscht, ein Buch also und Magneten den an? Kompass. Ich glaube nicht. Okay. Ja, Sie brauchen ein Buch und einen Kompass. Ein Buch und ein Kompass? Okay. Ja. Wo bekommt der Kompass her? Den dürfen Sie selber bauen. Hallo. Rüstung aus. Boah, Sie schmatzen zu laut. Ich habe dich zugerufen, dass ich die Rüstung ausziehen soll. Ja, aber sie haben ganz schön laut geschmatzt ja, gerade. Was ich noch mit ihm besprechen wollte, zählen wir Rüstung an, also zählen wir die Schuhe als Rüstung? Ne, diese Springschuhe nicht. Okay. Haben Sie eigentlich neue Waffen? Nö, noch nicht. Wenn ich das Flachsriff beschwöre, würden Sie dann dabei sein, wenn der... Herr Ramon noch nicht aufgewacht ist. Warten Sie mal ganz. Reden Sie mal bitte weiter, Sie sind ganz schön laut. Einfach mal reden. Können Sie. Hallo? Doch. Warum laufen Sie weg? Ich wollte nur mal was gucken. Also Sie sind ganz schön laut, wenn ich neben Ihnen stehe. Okay. Bin ich auf weiter Entfernung auch laut? Nee, da werden Sie leiser. Das ist okay. Seltsam. Ja, vielleicht rede ich einfach nur laut. Ich kann ja auch leiser reden. So, also würden Sie dabei sein an der Stelle von Herrn Ramon? Nee, aber nehmen Sie den Herrn Olaf mit. Ich kann ja auch noch mitkommen, aber der Herr Olaf ist ja Ihr Magier-Chef. Und der hat ich will jemanden mit einer starken Waffe. Nicht der, also der ist nur, der hält viel aus mit seiner schwulen Rüstung, aber... Ja, nehmen Sie ihn einfach mit und wir werden sehen, was er ausrichten kann. Und ich kann ja zur Not auch noch mitkommen. Ich weiß nicht, ob er... Wir fragen ihn einfach mal. Ja, aber klar doch. Okay. Ich würde gerne ein Auge darauf haben. Okay. Was machen Sie an meiner Piste? Ich hab nur reingeguckt. Ja! Können Sie mir meinen Salat wieder geben? Ja! Aha, was haben Sie da gemacht? Ich habe in mein Buch geguckt. Also Herr Olaf, Sie müssen hier wirklich mal aufräumen. Hier wachsen ja schon Pilze. Ja, das ist, das war mein Fußpilz auf den Boden übergesprungen. Ich krieg den nicht mehr weg. Der ist sehr hartnäckig. Okay. Keine Ahnung. Herr Ben, warten Sie nicht so schnell! Sie gehen doch jetzt bestimmt zum, ja, da komme ich mit. Oh. Ohne mich gegangen. Ich muss erst noch eine Infusion machen, damit ich das Flaggschiff beschwören kann. Okay. Und übrigens, falls Sie sich fragen, was das hier ist, das war ein Darko. Was, Herr Darko dachte sich, er hüllt mal eben so tausendmal aus. Ja, also Herr Darko dachte sich, er rüttelt mal eben 2000 Quadratmeter aus und hier, das sind da ganz hart 3 Etagen und ich weiß nicht, warum er es getan hat. Ja, Stadtherr, ja, muss ich tatsächlich wissen. Hab ich was? Nee, passt schon. Okay. Hat sich gelegen. Okay. Einige Bürger haben, die müssen halt jetzt eine kleine Liste abarbeiten, einige Bürger haben sich über neuartige Wesen unterhalten und darüber beschwert, dass sie angegriffen wurden. Sie sahen zwar aus wie Menschen, aber irgendwie waren es keine, nach Aussagen der. Dann war das bestimmt die Magie, entweder die Blutmagie oder diese, wie nennt man die Magie vom Herrn Ben? Dafür haben wir noch, also es ist mehr Alchemie, es ist kein, ja,
Eichen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hier haben wir schon zwei merkwürdige Menschen. Was ist denn los? Die tragen so was im Gesicht. Also das ist meine Eigenschöpfung. Das ist die. Sie heißt Majora's Mask. Die habe ich mir von Olaf abgekauft. Die sieht schön aus. Ja, die sieht aus, als hätten sie mega große Glubschaugen und eine mega fette Nase. Also. Das ist wirklich schlimm. Aber ich finde, ihr Hals zusteht ihm. Dankeschön, das ist gegen den giftigen Gase, mit denen ich gerade zurzeit in meinem Labor zu tun habe. Tut der Herr Ben bei Ihnen auch pupsen? Definitiv! Mir hat er auch schon ins Gesicht gepupst. Das ist aber nicht freundlich. Ich sag Ihnen, ein Mundbruch hilft dagegen. Bitte, Entschuldigung. Irgendjemand schmatzt hier. Ja, das ist der Herr Benny. Das ist echt widerlich. Ich hab Melonen gefressen, weil sie meinen Teleporter abgebaut haben. Warum ich? Oder Herr Olaf. Apropos, sucht jemand ein Haus? Ich? Warum? Das Haus steht zum Verkauf. Ein Iron Coin. Tut es nicht. Ja, kauf ich. Ich? Ich hab noch kein Haus in der Stadt. Ich kauf. Bezahlung beim, bei mir. Okay. Ich will das Haus bitte geben. Also, tut ihr mir bitte ein Inventar. Ja, tschüss. Du kannst es haben, Vivian. Ich brauch es nicht. Okay. Finde ich gut. Ist das Haus wirklich zu verkaufen? Nein. Ach, der weiß mit Ihnen redet gerade niemand, der Stadtherr. Das Haus gehört mir, du Otto. Ja, nee, aber also steht das Haus zu verkauf? Nein. Und der ist gekauft, jeden, der da reingeht, den bringe ich eigenhändig um. Ich wollte... Das will ich jetzt testen. Nach Ihnen. Gehen Sie mal nach oben. Oben sieht es auch schön aus. Hallo? Wer war drin? Ich war nicht drin. Nee, sie nicht. Dann müssen wir sie, glaube ich, jetzt festnehmen. Also, er war drin. Ich habe ihm angedroht, ich bringe ihn um, wenn er es macht. Aber es darf niemand getötet werden. Bitte einmal ins Gefängnis. Wenn das jetzt... Ich habe ihn vorgewarnt und er meinte... Sie folgen mir und dem Herrn Olaf jetzt bitte. Ich möchte jetzt erstmal einen Prozess dort veranlagen. Ein bisschen in die Knie gehen, Herr Eick. Ich habe ihn... Warum wollen Sie, dass bei Ihnen in die Knie geht? Das war Alter. Alles in meinem Backpack, der verschwunden ist. Sie können abbauen. Ja, bauen Sie den. Folgendermaßen. Wenn Herr Luca, ich habe ihm angedroht, wenn er mein Haus geht, ich töte jeden, der mein Haus geht, außer Herrn Eick und Herrn Olaf, weil die dürfen mein Haus. Sie dürfen aber niemanden in der Stadt töten. Was haben Sie denn für komische Augen? Ich habe schon... Mann, ich muss immer wieder erklären, dass ich eine Iris-Erkrankung habe. Was ist das? Eine Iris? Nein, ihr Auge. Das genau. Mann, ich erkläre. Herr Olaf, begleiten Sie den Herrn Bender bitte ins Gefängnis. Wie lange soll es denn dauern? Mein Körper und damit ändert sich meine Haarfarbe und meine Augenfarbe. 1, 2, 3, 4, und ich finde das 5 Tage. So schön, deswegen 5 Tage. Ich werde den Rang nächsten dann zur Wache einteilen. Okay. Ja, Nasenbluten. Weil ich bin dazu leider nicht fähig, außer es ist kein anderer da außer ich. Ja, ich muss mich erst einmal hinlegen, weil. Kommen Sie bitte mit mir mit, Herr Ben. Das wird mir gerade zu viel.